Jo meine Freunde, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu F1 2021 Megaseason. Ja, und wir sind hier in Großbritannien in Silverstone und auch das erste Mal, dass wir hier in F1 2021 an den Start gehen. Ich bin sehr, sehr erfreut, aber auch noch nicht ganz zufrieden mit meinem Setup, mit Handling und so weiter. Deswegen, das wird man auch teilweise im Training und Qualifying merken. Ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall. Wir fahren auf Schwierigkeit 90 nur. Und trotzdem habe ich fett zu kämpfen mit der KI. Blödsinn, wir fahren auf 94, so. Auf nur 94, aber trotzdem habe ich verdammt zu kämpfen mit der KI. Wir sind hier im ersten Rennprogramm. Es gibt nur drei Programme. Abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst doch gerne ein Däumchen rum da. Und schaut auch unbedingt gern auf Instagram, TikTok und so weiter vorbei. Links sind wir mal alle unten in der Bio. Und wir kommen hier auch gut raus aus der ersten Kurve. Das ist auch meine erste Runde, die ich überhaupt gefahren bin. Deswegen vielleicht auch noch ein bisschen... hier hin und teilweise sehr, sehr vorsichtig und wir kommen hier gut durch. Ich bin da auch noch auf Standard und ja, nur auf Mittel gefahren. Das probiere ich auch immer gerne aus, um zu gucken, ob die Pace überhaupt stimmt. Hier auch beim Rausbeschleunigen und so weiter. Da merkst du schon noch, dass das im Setup was drinsteckt, aber auch teilweise das Spiel, finde ich, noch nicht ganz ausgereift ist. Also ich merke schon, dass da teilweise, dass man da vielleicht ein bisschen noch was am Handling machen könnte. Weil das Handling echt, teilweise die Curbs sind zu rutschig. Das war nie in einem Spiel so, dass die Curbs so untouchable sind. Also du fährst da teilweise drauf, gehst nicht mal richtig aufs Gas und dich dreht's weg. Erste Kurve zum Beispiel. Ich lupf da sogar und mich dreht's weg in der ersten Kurve, obwohl ich das Setup eigentlich den hinteren Stabilisator eh schon auf 9 habe. Und da muss ich auch die Lenkung aufmachen. Das ist teilweise natürlich noch so ein bisschen noch Eingewöhnungsphase, denke ich mal. Wir kommen hier auch gut durch. Es geht hier schön durch die erste Runde und das war schon eine Runde hier. Wir reden mal ein bisschen über das gestrige Qualifying und Rennen, aber zuerst hier mal ein Ausblick in die F1, also in die 2022er Autos mit dem neuen Aero-Paket. Das werden die neuen Autos sein. So werden die unter anderem aussehen von Red Bull und so wurde es vorgestellt. Dann am Donnerstag, glaube ich, wurden die Autos der neuen Generation vorgestellt. Hier auch mit Radkappen und so weiter. Auch die Aerodynamik ist ein bisschen vereinfacht. Die Bremskühlung sticht, finde ich, auf jeden Fall raus. Hier auch der neu geschwungene Heckflügel, ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer. Ich finde das Ganze natürlich wunderschön. Aber wird natürlich interessant werden, ob das ganze Konzept aufgeht mit dem Hinterherfahren. Dann ging es los. Erstes freies Training, 60 Minuten. Das Wochenende ist ja speziell mit der Sprint, deswegen gab es nur ein freies Training und dann um 18 Uhr ein Qualifying, zu dem wir natürlich auch noch ein paar Worte reden werden. Es gab keine großen Vorkommen, außer dass mal Mazepin gedreht hat und dass halt viel gefahren wurde, um halt Pace zusammenzubekommen, das richtige Setup halt fürs Qualifying. Verstappen mit einer Glanzleistung vor Norris und Hamilton und da hat es noch ausgesehen, als ob ja, Mercedes unschlagbar oder Red Bull unschlagbar ist und der Verstappen mit 0,7 Sekunden Vorsprung vor dem nächsten einfach eine eigene Liga fährt. Aber dann kam halt so ein bisschen das Qualifying und da wurde es ein bisschen interessanter, sagen wir mal auf jeden Fall. Wir müssen mal ein gutes Wort für Vettel, der ist auf 7, Perez auf 8 nur, das ist traurig. Dann ging es um 19 Uhr, Blödsinn, was ich mit 18 Uhr. Um 19 Uhr ging es dann los, 19 Uhr, glaube ich, die haben eine Stunde Zeitverschiebung, das heißt, es müsste bei ihnen schon 20 oder 18 Uhr gewesen sein. Irgendwie eine Stunde vor oder zurück ging es dann auch in Großbritannien nochmal los und ich glaube, das ist auch der Coup dahinter, dass es ein bisschen kühler war und deswegen, glaube ich, hat das auch Mercedes ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, hier sehen wir auch einen Ausritt hier, das ist halt eine Mega-Strecke und da siehst du halt auch, wie die Energie weggeht, auch mega Glanzleistung von George Russell, der ist gestern ein Qualifying seines Lebens gefahren. Dazu aber später noch mehr. Wir haben hier uns in unser Programm abgeschlossen. Wir werden nachher gleich noch ein bisschen über das Sprint-Qualifying reden. Wir sind hier im vollen Gang, Runde 3 von 5. Das Qualifying ist schon durch. Bottas holt sich die schnellste Rennrunde. Die werden wir auch nicht schlagen können. Aber ich probiere hier mein Bestes. Und es ist natürlich, das war das erste Training. Und da kommen wir auch ordentlich durch. So, hier schön innen über den Abweiser rechts nicht zu weit. Links nicht zu weit.
drüber, weil dieser Sausage Cup echt grausam ist. Und das war das erste freie Training. Wir haben hier unser erstes Programm abgeschlossen. Es geht direkt ins zweite. Das ist Benzinmanagement. Und für uns bedeutet das, auch hier, ich mag die Strecke sehr. Wirklich, ich finde die Strecke toll. Und auch echt gut gelungen. Und mit der Geschichte auch die erste, da muss nur Margot und so weiter sagen. Und jeder kennt sich aus. Das ist halt das Home of British Motor Racing. Und das ist halt auch eine Strecke, die jeder kennt. Silverstone ist halt einfach ein Mekka der Formel 1 Fans. Und jetzt ging's los. Wie gesagt, gestern 19 Uhr unserer Zeit ging es dann los, das Qualifying am Freitag, auch eines der ersten Male, wo ich ein Qualifying am Freitag gesehen habe, aber natürlich mit der Sprint, Hamilton holte sich die Pole ganz, ganz unerwartet, muss man sagen, der ist dann 75.000stel schneller als Verstappen gewesen, dahinter auch eine Überraschung, eigentlich nicht, Bottas dahinter, Leclerc für mich eher eine größere Überraschung und eine Riesenüberraschung, dass es Norris nicht weiter nach oben geschafft hat, weil der ist so sensationell gefahren und ich finde erwähnenswert ist auf jeden Fall ein George Russell, der einfach einen Ferrari hinter sich gelassen hat, also besser geht's nicht, auch Lance Stroll negativ überraschend, Mazepin wieder mit einer halben Sekunde ganz hinterher gehinkt, was soll ich euch sagen, es war auf jeden Fall ein cooles und interessantes interessantes Qualifying gestern, aber es wird noch interessanter, wer im heutigen Sprintrennen sich das holen kann, weil ich schreibe Red Bull noch nicht ganz ab, auch wenn es jetzt mal so aussieht, als ob Mercedes die Oberhand hat, aber das kann ich mir, das war verdammt knapp, auch das, die Pole war verdammt knapp, Hamilton hat in der letzten Kurve, also in der vorletzten Kurve, einen Powerslide gehabt und deswegen hat er auch da die Runde weggeworfen, das war echt knapp und wir gehen jetzt mal in unsere Qualifying-Runde, in unser Qualifying-Programm. Hier geht es in die Start und Ziel und da hatte ich wirklich in der ersten Kurve viele Probleme beim Einlenken, aber die größten Probleme hatte ich bei Cobb's Corner. Ob es glaubt oder nicht, das ist eine Kurve, die einfach hardcore ist. Wir kommen hier aus den SS raus, auch hier, da brauchst du einen guten Exit, da gibt es leider noch keinen Grünstreifen, das habe ich mir gewünscht ein bisschen, so einen Rasen oder so, dass man da nicht unbedingt gleich aufs Gras kommt, aber das ist leider nichts geworden, das haben sie nur in Wirklichkeit gemacht, im Game leider noch nicht, auch ein paar Änderungen fehlen meiner Meinung nach, zum Beispiel auch Abu Dhabi, diese zwei Änderungen, Australien fehlen für mich zwei Änderungen, und natürlich auch Spanien fehlen auch Änderungen und hier rutschen wir auch durch die letzte Kurve durch. Es reicht trotzdem, um Alonso hier zu schlagen und um unser unser Programm abzuschließen. So meine Freunde und dann hier nochmal ein herzliches Willkommen zum Qualifying vom großen Preis von Silverstone. Also eigentlich der große Preis von Großbritannien, aber natürlich hier in Silverstone. Also es ist eine coole Strecke und wie vorhin schon gesagt, es ist einfach phänomenal, hier auch die Stimmung der Engländer, auch wenn man sie im Fußball jetzt nicht so gefeiert hat, auch bei der Europameisterschaft speziell, aber beim Formel 1 sind sie, glaube ich, nicht so assi, weil es ja doch drei Briten gibt und die auch überall verteilt sind. Natürlich jubeln sie eher nur für die Briten, aber ich glaube auch, dass die Fans in England sind halt einfach eigen, sagen wir mal so. Wir gehen hier in unseren ersten Run, kommen ja auch gut aus der ersten Kurve raus, jetzt war es nicht sensationell, aber ich muss da echt noch das Gefühl finden, ich glaube, ich habe es nicht mal bis zur letzten Runde geschafft, hier ein richtiges Gefühl für die Strecke zu haben. Wir sind hier in Q1 und kommen hier schon letzte Kurve wieder raus, in die Ziellinie, ganz viel mitgenommen, eine Zehntel langsam als Charles Leclerc, sollte trotzdem reichen, wir waren schneller als Bottas. Und ich glaube, das ist schon mal eine Zeichnung. Schneller als Perez. Und das reicht. Zwei lilane Sektoren. Aber im Mittelsektor haben wir 0,7 verloren. Und das meine ich auch. Ich kann nämlich Cobb's Corner nicht Vollgas fahren. Also dieser schnelle Rechtsknick. Den kann ich. Da muss ich immer lupfen. Und das ist auch ein bisschen mein Problem. Hier auf dieser Strecke. Da fehlen uns auch 2 Zehntel auf Hamilton. Und die müssen wir noch. Es wären ja sogar 5 Zehntel plus. Aber mir fehlen die 7, weil ich in Cobb's einfach nicht Vollgas fahren kann. Und das ging halt einfach im 20er so perfekt und jetzt noch nicht. Also ich musste echt noch beim Setup einiges forschen und einiges rausfinden. Und dann hoffentlich können wir dann bei Cobb's und so weiter auch Vollgas durchfahren. Aber ich bin da guter Sicht, das Spiel ist ja nicht mal noch eine Woche draußen. Es werden dann auch noch ein paar Updates kommen und Performance und so weiter. Es geht in Q2 raus. Unsere erste Runde, wir sind als 5. gewertet, weil wir auch vorhin als 5. ins Ziel kamen. Erste Kurve ging perfekt, die bin ich auch Vollgas gefahren. Und da geht schon in Kurve Nummer 3, glaube ich. Sodala, die musst du eng halten innen.
und dann rausbeschleunigen. Morgen kommt natürlich auch eine Hot Lap auf dieser Strecke in F1 2021. Ich darf das Team schon verraten, es wird Williams sein, für das habt ihr abgestimmt auf TikTok und da werden wir auch fahren. Hier auch, das ist auch eine Kurve, wo man viel Zeit gut machen kann, wenn man hier eher ein bisschen den Körper benutzt, aber beim Rausbeschleunigen natürlich, er hat das Heck sehr leicht wirklich, also Söller rausbeschleunigt auch gut, nicht allzu viel Schwung mitgenommen, muss ich mir schlecht reden. Trotzdem kommen wir gut raus, leichter Windschattenvorteil, wer fährt da vor uns? Das könnte ein Aston Martin sein. Ja, auch hier Kopfspann, ich musste wieder lupfen und ein bisschen vom Gas runtergehen. Manchmal habe ich sogar einmal geschaltet, um zu gucken, was besser ist. Und es ist rutschig auch ein bisschen. Ich finde auch das Game an sich, man rutscht viel über die Vorderreifen. Auch teilweise über die Hinterreifen. Aber ich rutsche echt viel über die Vorderreifen. Und es gibt Lila in Sektor 2. Also das hätte ich nicht gedacht. Aber natürlich, es sind noch nicht alle gefahren. Wir sind aktuell als 9. gewertet. Und da fährt vor uns auch ein Mercedes. Und wieder die Streckenbegrenzung. Immer hier in dieser Kurve, weil ich das Heck hier ein bisschen... Ich habe noch nicht das meiste Vertrauen in das Heck und deswegen lasse ich auch die Lenkung hier echt, mache ich sie früh auf. Und es gibt die lilane Zeit. Wir waren schneller als Hamilton, aber der ist auch mit Gelb gefahren. Auch schneller als Norris und der ist auch mit Gelb gefahren. Das heißt, die werden im morgigen Rennen eine andere Strategie fahren wie wir. Wir werden hoffentlich beim Start ein bisschen besser wegkommen und die anderen dann wahrscheinlich länger fahren können. Aber... Ja, ich meine, also es sind 11 oder 3, ich glaube 13 Runden, also da wird jetzt nicht so viel, mit der Taktik drin sein. Wir sind hier als Erster mit 66.000stel Vorsprung auf Verstappen, geht die Strategie. Nur Hamilton und Norris sind auf Gelb geblieben und das hätte sie fast die Top 10 gekostet. Also da musst du echt sagen, da sind sie echt auf Risiko gegangen. Wir haben hier nur noch einen Satz. Wir waren nach dem ersten Run nicht ganz so gut. Also ich war nach dem ersten, wir werden es gleich sehen, wenn ich raus war. Wir sind mit dem angefahrenen Reifen gefahren und jetzt gönnen wir uns nochmal einen frischen Satzreifen, weil ich in Q1 mit 2 Sätzen gefahren bin. Und deswegen fehlt uns jetzt hier einer. Wir sind 3. Platz nach dem ersten Versuch. Aber die können sich natürlich alle nochmal verbessern. Wir fahren hier als Vorletzter raus. Nur noch ein Aston Martin. Und ich glaube, der fährt nicht mehr raus, oder? Nein, der fährt nicht mehr raus. Der bleibt drin. Ich glaube, der hat einfach keine Reifen mehr. Wir kommen als Letzter über die Ziellinie. Und schon mit fast einer Zehntel hier im Delta sind wir im Plus. Auch erste Kurve gut genommen. 50.000stel sind im Delta drin. Solla, erste Kurve, okay. Bisschen zu früh gebremst. Trotzdem kommen wir hier ordentlich raus. Ich weiß natürlich, wo die Zeit liegt. Die liegt in Cobbs Corner und in den S's. Da kannst du Zeit gut machen. 1,5 Zehntel. Raus geht's hier aus der 6er Kurve. Und wir kommen lila. Erster Sektor lila, aber das ist keine Neuigkeit. Den haben wir eigentlich immer. Den hatten wir auch lila. Jetzt im zweiten Sektor alles zusammenkratzen, was geht. Ich möchte hier die Pole holen. Wenigstens mal ein kleiner... Norris mit der schnellsten Rennrunde. Und die wird direkt geschlagen von Hamilton. Und wir sind schon auf dem 4. Platz abgewinkt worden, hier mit einem Lupfer, aber trotzdem kommen wir hier ordentlich durch. Die Zeit geht sogar, ja, die geht rauf auf 2 Zehntel. Ja, und zack, erste, zweite und die dritte gut erwischen. Jetzt sehr früh eingelenkt und da haben wir eine halbe Sekunde gut gemacht. Ich habe eine halbe Sekunde im dritten S gefunden. Das sind 1 Zehntel schneller als die schnellste Rennrunde. Und das könnte uns hier, das wird echt knapp, es entscheidet sich im dritten Sektor hier gut eingelenkt. Leichter Querst, ihr habt es gesehen, das Heck ist ein bisschen weggegangen. Und in die letzte Schikane hier. Zack, zack, verdammt viel mitgenommen hier innen. Das hätte doch schlecht gehen können. Zoller, Lenkung auf. Wo bleibt die Uhr stehen? Die Zeichen stehen auf. Die Pole Fans Position, haben das Leute. Wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Es scheint, als hätten Sie eine tolle Qualifying-Session gehabt. Es muss eine Erleichterung sein, sich so weit an der Spitze wiederzufinden. Glauben Sie, Ihr Teamkollege hat es genossen, die Fans seiner Heimat hinter sich zu haben? Klasse. Das war dann alles. Yes, man, Leute. Die Zeichen stehen auf Pole Position. Was für eine Leistung. Es war auf jeden Fall ein mega Qualifying. Und ich hoffe auch, das Rennen morgen wird mega. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Aber das war heute einfach eine Sensation. Wir haben es geschafft. Im letzten Versuch
noch die Pole Position zu holen. Schaut wie gesagt gerne vorbei. Links sind wir mal unten in der Bio. Vorhin kam auch schon eine Breaking Point Folge. Abonniert den Channel gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.